Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Willkommen zu meinem Lair of Darkness Bestials Deck Profile. Ja, ich habe mir Lair of Darkness geschnappt und habe es mit den unterschiedlichsten Engines versucht zusammenzuwerfen, um die kompetitivste Variante aufs Parkett zu bringen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, so ein altes und vor allen Dingen auch langsames Deck wie Lair of Darkness meta-relevant zu machen. Ich habe das Ganze mit den Bestials kombiniert, eine unfassbar starke Engine, die sehr, sehr gut mit Lair of Darkness synergiert. Und dieses Deckprofile möchte ich euch natürlich heute präsentieren. Im Anschluss ans Deckprofile gibt es die Preisübersicht. Wir schauen uns an, was euch das Deck in der Form aktuell kosten würde. Und im Anschluss daran kommen wir zum Schmankerl des Videos, und zwar zum Combo-Tutorial. Wobei, so viel Combo wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich denke mal, wir ziehen vielleicht eine Testhand, um einfach zu sehen, wie konstant das Deck uns in die guten Karten bringt. Und damit auch genug von mir, lass uns direkt in das Deckprofile Lair of Darkness bisschen reinspringen. Los geht's! Wir springen direkt rein in mein Deckprofile Lair of Darkness Bestial. Die erste Karte, die wir natürlich auf 3 spielen, ist Lilith, Dame der Wehklage. Die Karte zusammen mit der Hülle der Finsternis ist in der Regel Full Combo. Denn Lilith hat folgenden Effekt. Ihr könnt für Kost ein Finsternismonster als Tribut anbieten und dann Effekt. Ihr dürft 3 normale Fallen von eurem Deck eurem Gegner vorzeigen. Der wählt zufällig eine aus. Die wird gesetzt, die anderen beiden werden zurück ins Deck geschaffelt. Wenn natürlich Hülle der Finsternis liegt, könnt ihr ein gegnerisches Monster als Tribut für Kost anbieten. Was bedeutet, dass der Gegner mit Negate-Effekten wie dem eines Dragoon oder eines Boris Savage Dragon gar nicht reagieren kann. Denn erstmal wird Kost gezahlt und dann geht der Effekt durch. Das bedeutet, Lilith, Dame der Wehklage, ist tatsächlich eine wunderbare Karte gegen fette Bossmonster, die man zum Beispiel outen muss. Und damit kommen wir auch direkt zur nächsten Karte. Die nächste Karte, die wir auf 3 spielen, ist Arima, der boshafte Aufseher. Ja, die Karte hat folgenden Effekt. Ihr könnt sie abwerfen und dann eine Hülle der Finsternis eure Hand hinzufügen. Oder sie hat noch einen On-Field-Effekt. Und zwar könnt ihr sie als Tribut anbieten, dann eine Karte ziehen. Oder wenn ihr ein anderes Finsternismonster stattdessen als Tribut angeboten habt, könnt ihr ein Finsternismonster mit 2000 oder mehr Defense eure Hand hinzufügen. Unter anderem könnt ihr natürlich dann den Darkest Diablos eurer Hand hinzufügen oder jedes der Finsternis Bestial Monster. Dann spielen wir natürlich einen Darkest Diablos Lord of the Lair. Diese Karte ist euer Bossmonster. Denn wenn sie auf dem Spielfeld liegt, kann sie erstens nicht von eurem Gegner als Tribut angeboten werden und sie kann nicht von Karteneffekten gezielt werden. 3000 ATK ist auf jeden Fall ein extrem fetter Body. Dann hat diese Karte folgenden Effekt. Wenn sie sich in eurer Hand oder in eurem Friedhof befindet und ein Finsternis Monster auf eurer Spielfeldseite als Tribut angeboten wurde, könnt ihr ihn spezial beschwören, was schon mal sehr geil ist. Und dann hat diese Karte noch einen weiteren Effekt. Ihr könnt mit ihm ein finsternes Monster auf dem Spielfeld als Tribut anbieten und dann muss der Gegner eine Karte von seiner Hand entweder oben aufs Deck oder unters Deck legen. Dann spielen wir einmal Melis, Dame des Jammers. Die Karte hat einen Quick-Effekt. Und zwar könnt ihr 2 Monster auf dem Spielfeld als Tribut anbieten. Also entweder 2 auf eurer Spielfeldseite oder, wenn Hülle der Finsternis liegt, 1 auf eurer und 1 auf der gegnerischen Spielfeldseite als Tribut anbieten. Und dann könnt ihr eine verbannte Falle oder eine Falle, die sich im Friedhof befindet, wählen und diese auf eure Spielfeldseite setzen. Das war's tatsächlich mit den Lair of Darkness Monstern. Mehr spielen wir nicht. Klar gibt es noch Alice und Loris. Beide Karten würde ich in der puren Variante definitiv als One-Offs spielen. In der Variante mit der Bestial Engine sehe ich beide Karten tatsächlich aktuell nicht. Wir kommen zu den abgeheuerlichen Monstern, und zwar spielen wir 2-mal der abgeheuerliche Lobelion. Ja, die Karte bietet zum Beispiel ein finsternes Drachenmonster auf eurem Spielfeld als Tribut an, beschwört sich dann aus dem Friedhof. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Magnamut als Tribut anbieten und wenn ihr dann einen Darkest Diabolus auf der Hand oder im Friedhof habt, triggert dieser und specialt sich auf eure Spielfeldseite. Dann hat diese Karte noch einen Effekt in der Hand, ihr könnt sie abwerfen und dann ein abgeheuerliches Monster von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Und dann hat diese Karte noch einen On-Field-Effekt. Und zwar könnt ihr euch eine permanente markierten Zauberfalle von eurem Deck offen in die Spell-Trap-Zone legen. Dann spielen wir natürlich 3-mal den abgeheuerlichen Magnamut. Ja, die Karte On-Summon searcht euch einen Darkest Diabolus. So sieht's aus, denn sie sucht euch in der Endphase irgendein Drachenmonster. In dem Fall suchen wir uns immer den Darkest Diabolus, um auf jeden Fall den dann entweder im gegnerischen Spielzug oder dann wiederum in eurem Spielzug aufs Spielfeld zu bringen.
Der abgeheuerliche Magnamut hat natürlich den gleichen Effekt wie alle anderen Bestial-Monster auch. Und zwar könnt ihr ein Licht- oder Finsternis-Monster entweder an eurem oder im gegnerischen Friedhof wählen, dieses verbannen und dann diese Karte spezial beschwören. Das ist ein Quick-Effekt, wenn euer Gegner ein Monster kontrolliert. Und damit kommen wir zu den restlichen Bestial-Monstern. Und zwar spielen wir einmal den neuen Baldrachling, dann den Druiswurm und den Saronir. Ja, wir spielen auch den Saronir, denn ich habe tatsächlich beide permanenten Zauber- und Fallenkarten ins Main-Deck integriert mit markierter Wiedergewinnung und markiertes Ungeheuer. Über die Karten sprechen wir allerdings gleich nochmal. Saronir, wenn er in den Friedhof geschickt wird, schickt euch eine dieser beiden Karten ebenfalls in den Friedhof. Was schon mal ganz geil ist, denn wenn ihr diese Karte offen in eurer Spell Trap Zone liegen habt, durch den Effekt vom abgeheuerlichen Lobelion zum Beispiel, könnt ihr euch in der Endphase wiedergewinnen von eurem Friedhof, welches ihr durch den Saronir in den Friedhof geworfen habt, dann einfach offen auch in eure Spell Trap Zone legen. Dann spielen wir natürlich den Druiswurm. Wenn er in den Friedhof vom Spielfeld in den Friedhof gelangt, könnt ihr ein gegnerisches Monster wählen und es in den Friedhof legen. Und dann natürlich den Baldrachling. Der hat tatsächlich einen extrem starken Effekt, denn wenn euer Gegner ein Fusionssynchro-Ritual oder Xyz-Monster aus dem Extra-Deck beschwört, könnt ihr ein Licht- oder Finsternis-Monster auf eurer Spielfeldseite als Tribut anbieten und dann das gegnerische Monster verbannen. Dann spielen wir noch zwei Monster-Handtraps und zwar zweimal Nibiru. In der zukünftigen würden die Büro auf jeden Fall eine relevantere Karte werden und ihr braucht natürlich auch Handtraps Going Second, die ordentlich Schaden anrichten können. Lair of Darkness ist tatsächlich ein relativ langsames Control-Deck und da braucht ihr Power-Handtraps, die das gegnerische Board wipen und euren Gegner so etwas zurückwerfen. Wir kommen zu den Zauberkarten und zwar spielen wir natürlich dreimal die Höhle der Finsternis. Eine der Karten, um die sich dieses ganze Deck dreht. Durch die Bestial Engine kommt ihr auch sehr gut ohne die Höhle der Finsternis aus, aber wenn die Karte liegt, hat euer Gegner es auf jeden Fall extrem schwer. Denn sie macht erstens alle Monster auf dem Spielfeld zu Finsternismonstern. Und dann, wenn ihr ein Monster auf eurer Spielfeldseite als Tribut anbieten würdet, also für Effekt, wie zum Beispiel durch den Effekt von Lilith, könnt ihr stattdessen ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite als Tribut anbieten, was ein extrem guter Effekt ist. Und somit geht ihr nicht minus, ganz im Gegenteil, der Gegner geht minus, ihr geht plus und das wollen wir auf jeden Fall erreichen. Und dann hat diese Karte noch einen Effekt, der immer triggert, und zwar in der Endphase, beschwört er die Peinspielmarken auf die Spielfeldseite des jeweiligen Spielers, in dessen Zug Monster als Tribut angeboten worden sind. So, jetzt nochmal weniger kompliziert. Wenn ich dran bin, Monster als Tribut angeboten werden, egal ob auf meiner oder auf der gegnerischen Spielfeldseite, beschwören sich die Peinspielmarken auf meine Spielfeldseite. Wenn wir im gegnerischen Spielzug sind und ich zum Beispiel per Quick Effect, wie durch den Quick Effect von Lilith, ein gegnerisches oder eines meiner Monster als Tribut anbiete, bekommt mein Gegner diese Tokens in der Endphase aufs Spielfeld gespecialt. Das ist ein Mandatory Effekt, das passiert, könnt ihr nicht kontrollieren, es passiert. Dann spielen wir natürlich dreimal den Topf der Extravaganz für die Consistency. Ja, ich bevorzuge in dem Bild den Topf der Extravaganz über den Topf des Wohlstands, denn es ist ein sehr, sehr langsames Control-Deck und ihr braucht jede Karte auf eurer Hand, um euren Gegner am Spiel zu behindern. Genau aus dem Grund eher den Topf der Extravaganz im Main-Deck statt des Topf des Wohlstands. Dann spielen wir natürlich dreimal Super Polymerisation, eine Karte, die wie gemacht ist für dieses Deck-Thema. Denn sobald die Hülle der Finsternis liegt, sind alle Monster auf dem Spielfeld Finsternis, was wiederum bedeutet, dass ihr das ein oder andere Ziel aus eurem Extra-Deck aufs Spielfeld beschwören könnt, indem ihr Monster auch von der gegnerischen Spielfeldseite als Material benutzt. Dann spielen wir natürlich einmal den markierten Wiedergewinn. Diese Karte ist auch für die Consistency unfassbar wichtig, denn wenn ein Licht- oder Finsternis-Monster verbannt wird, könnt ihr jenes wählen, dann es unters Deck legen und eine Karte ziehen. Heißt, auch wenn der Gegner ein Licht- oder Finsternis-Monster verbannt, könnt ihr dieses Monster wählen, es dem Gegner unters Deck legen und eine Karte ziehen, was sehr, sehr wichtig und sehr gut ist. Dann hat diese Karte noch einen weiteren Effekt, und zwar, wenn der Gegner normal oder spezial beschwört, könnt ihr ein abgeheuerliches Monster in eurem Friedhof wählen und es auf eurer Spielfeldseite specialen. Und damit kommen wir auch zu den Fallenkarten, und zwar sprechen wir als allererstes über das markierte Ungeheuer. Diese Karte hat folgenden Effekt, und zwar, sofern ihr ein abgeheuerliches Monster kontrolliert, könnt ihr ein Drachenmonster auf eurer Spielfeldseite als Tribut anbieten und dann eine Karte auf der gegnerischen Spielfeldseite schießen. Und dann diese Karte noch einen weiteren Effekt, und zwar in der Endphase könnt ihr euch eine permanente markierten Zauberfalle von eurem Friedhof offen in die Spell Trap Zone legen. In der Regel legt ihr euch den markierten Wiedergewinn rein. Sobald ihr diese beiden Karten auf eurem Spielfeld liegen habt, geht ihr permanent plus und der Gegner permanent minus.
Dann spielen wir ein paar normale Fallenkarten. Logisch, wir brauchen natürlich auch ein paar Ziele, die wir uns mit Lilith auf unser Spielfeld setzen können. In der Vergangenheit habe ich Artefakt Sanctum gespielt. Ja, macht jetzt tatsächlich keinen Sinn mehr, diese Karte zu spielen, denn die Sense ist auf der Banlist gelandet. Dementsprechend macht auch Sanctum an der Stelle keinen Sinn. Wir spielen Unendliche Unbeständigkeit, einerseits als Handtrap, auf der anderen Seite natürlich auch als wunderbarer Negate für gegnerische Monster und natürlich, wenn die Karte gesetzt aktiviert wurde, kann in der Spalte, in der diese Karte aktiviert wurde, keine Zauberfalle aktiviert werden. Dann spielen wir zweimal Dogmatiker-Bestrafung. Klar, wir haben natürlich auch ein Ziel für die Dogmatiker-Bestrafung in unserem Extra-Deck, und zwar älteste Wesen Entes. Dogmatiker-Bestrafung poppt ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. Entes, wenn sie in den Friedhof gelangt, poppt eine weitere Karte auf der gegnerischen Spielfeldseite. Ihr geht plus, der Gegner minus. Allerdings hat diese Karte eine Downside, und zwar könnt ihr bis zum darauffolgenden Spielzug keine Monster aus dem Extra-Deck beschwören. Dann spielen wir zweimal Gefängnis des Eisdrachen, eine extrem gute Powerkarte, die nicht nur ein Monster aus dem gegnerischen Friedhof rausnimmt, nein, sondern, wenn ihr wollt, könnt ihr sogar zwei Monster desselben Typen auf dem Spielfeld verbannen. Also sprich, das von euch eben gerade beschworene Monster, welches auf eurer Spielfeldseite jetzt liegt, könnt ihr verbannen, sowie ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite desselben Typen. Dann spielen wir natürlich einmal Trap Trick. Klar, eine Karte, die in einem normalen Fallendeck auf jeden Fall Sinn macht. Unter anderem mache ich immer Folgendes durch den Effekt von Lilith. Ich zeige eine Trap Trick und zwei der Karten vor, die ich unbedingt setzen möchte, um dem Gegner am Spielen zu verhindern. Das heißt, egal welche der drei Karten unser Gegner auswählt, wir kommen immer in unser gewünschtes Ziel. Entweder durch Lilith oder durch Fallentrick. Ihr könnt natürlich jede Menge andere Fallenkarten in euer Main Deck integriert. Alles, was ihr zu Hause rumliegen habt, alles, was in der aktuellen Meta stark ist, könnt ihr gegen die von mir gerade vorgestellten Karten natürlich austauschen. Eine Karte, die ich aktuell nicht spiele, ist Zurück an die Front. Dadurch, dass wir vier auch aus unserem Friedhof verbannen für die Effekte der Bestialmonster, sehe ich die Karte aktuell nicht. Die letzte Fallenkarte, die wir in unserem Main Deck spielen, ist Kräfterauben. Diese Karte spielen wir auf 3 in unserem Main Deck, denn wir müssen unbedingt den Gegner am Spielen behindern. Wir müssen sein Play verlangsamen, damit wir mit unserem relativ langsamen Deck hinterherkommen. Das Schöne an Skill Drain ist, dass zum Beispiel der Effekt von Lilith, sie bietet für Kost als Tribut an, trotzdem durchgeht. Ihr Effekt wird dann nicht durchgehen, außer sie bietet sich selbst als Tribut an. Aber wenn ihr zum Beispiel ein gegnerisches Monster als Tribut anbieten wird, geht das trotzdem. Denn Kosten könnt ihr immer zahlen, auch wenn der Effekt nicht durchgeht. Und Skill Drain behindert euch in der Regel eher weniger. Denn im Worst Case spielt ihr einfach Bestial Beatdown. 2500 ATK hat jedes der Bestial Monster und ihr könnt so wunderbar in der Battlephase euren Gegner auseinandernehmen. Und damit kommen wir auch zum Extra-Deck. Ja, wir spielen natürlich jede Menge Super-Poly-Target. So sieht's nämlich aus. Hierfür benötigen wir ein Fusions- und ein Finsternis-Monster. Hier brauchen wir drei Finsternis-Monster auf dem Spielfeld. Durch Lair of Darkness sind alle Monster auf dem Spielfeld Finsternis. Und Garura natürlich mit Abstand das beste generische Super-Poly-Target, für welches ihr zwei Monster mit demselben Typ und derselben Eigenschaft, aber unterschiedlichem Namen benötigt. Dann spielen wir natürlich zweimal den Hungergift-Fusionsdrachen. Warum auf zwei? Weil wir natürlich eine Karte wie Topf der Extravaganz spielen. Das heißt, wir wollen immer die Chance auf ein Super-Poly-Target im Extra-Deck behalten. Und auch Schlammdrache des Sumpfes spielen wir auf zwei. Klar, eine Karte, die in einem Extra-Deck, wo Super-Poly im Main-Deck integriert ist, nicht fehlen darf. Dann spielen wir zweimal älteste Wesen Entes. Klar, als Ziel für die Dogmatiker-Bestrafung. Denn wenn diese Karte in den Friedhof gelangt, könnt ihr eine gegnerische Karte poppen. Als nächstes spielen wir zweimal die Streifenpolizistin aus der Unterwelt. Diese Karte könnt ihr mit zwei Monstern auf eurer Spielfeldseite bauen und dann hat diese Karte folgenden Effekt. Ihr könnt ein Monster als Tribut anbieten, wenn Hülle der Finsternis liegt, auch ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite, und dann könnt ihr eine Patrouillenzählmarke auf eine Karte auf eurem Spielfeld legen und diese Karte ist einmal vor Zerstörung geschützt. Also so viele Patrouillenzählmarken, wie auf dieser Karte liegen, so oft bleibt sie vor Zerstörung geschützt. Das heißt, ihr bietet zum Beispiel ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite an und legt auf die Höhle der Finsternis eine Patrouillenzählmarke. Das heißt, wenn der Gegner eine Karte wie Harpien Flederwisch zum Beispiel aktiviert, bleibt auf jeden Fall die Höhle der Finsternis liegen. Ihr entfernt nur eine Patrouillenzählmarke. Dann spielen wir zweimal Dark, der finstere Zauberer in Düster, eine Karte, die absolut Sinn macht in diesem Deck, denn wenn ihr sie beschwört, könnt ihr dann zum Beispiel im gegnerischen Friedhof
einen Magnamut rauszupfen, auf eure Spielfeldseite beschwören, den Effekt von Magnamut aktivieren und in eurer Endphase dann euch wiederum ein Drachenmonster suchen. Und dann hat diese Karte noch einen weiteren Effekt, und zwar, wenn diese Karte durch Kampf oder einen gegnerischen Karteneffekt zerstört wird, könnt ihr euch in der Endphase ein finsternes Monster mit 1500 oder weniger Verteidigung aus eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Ihr holt euch dann in der Regel natürlich Lilith, Dame der Wehklage. Dann spielen wir einmal den Schmierfink aus der Unterwelt. Diese Karte hat unter anderem folgenden Effekt. Ihr könnt eine Karte abwerfen, dann ein Unterweltlermonster in eurem Friedhof wählen und dieses dann auf eure Spielfeldseite speziell beschwören, was ganz geil ist, weil ihr dann eure Lilith auf euer Spielfeld beschwören könnt und sie dann 2000 ATK hat und somit einen extrem heftigen Booty hat. Die letzte Karte, die wir in unserem Extra-Deck spielen, ist Wallow. Ist ein Rang 6 Xyz-Monster, welches ihr zum Beispiel mit 2 Bestials bauen könnt. Diese Karte hat folgenden Effekt. Sie bekommt 100 ATK und Death für jedes Monster im gegnerischen Friedhof. Und dann gibt es noch einen Schnelleffekt. Und zwar könnt ihr entweder ein oder zwei Material detachen und dann ein Monster, beziehungsweise nein, eine Karte im gegnerischen Friedhof wählen und sie entweder zurück ins Deck mischen oder könnt, wenn es ein Monster ist, euch dieses auf eure Spielfeldseite spezial beschwören. Und falls das gewählte Ziel eine Zauber- oder Fallenkarte ist, könnt ihr es auf eure Spielfeldseite setzen. Das Extra-Deck ist natürlich sehr, sehr flexibel zu handhaben. Ihr könnt natürlich die eine oder andere Karte auch gegen andere Karten austauschen. Natürlich solltet ihr, wenn ihr Super-Polymerisation im Main-Deck spielt, auch das ein oder andere Ziel im Extra-Deck haben. Genauso wie Dogmatika-Bestrafung. Dafür braucht ihr natürlich auch Ziele in eurem Extra-Deck, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das Fallenkarten- und Handtrap-Liner im Main Deck könnt ihr natürlich auch gegen andere Fallenkarten und Handtraps austauschen. Going second, was machen wir da? Klar, wir siden natürlich Boardbrecher rein. Evenly Matched, die eine normale Fallkarte ist, by the way. Dann natürlich eine Karte wie Überläuferei, Geki, Lightning Storm, TTT, alles mögliche könnt ihr tatsächlich Going second reinsiden, alles was ihr zu Hause rumliegen habt. Going first side ich natürlich immer das feierliche Urteil, um eure Spells und Traps zu beschützen. Oder auch so eine Karte wie Dimensionsbarriere, vor allen Dingen gegen Decks stark wie Swordsoul, Despia und Kashtira. Dann gibt es natürlich noch Karten, die ihr ebenfalls ins Main- oder Side-Deck integrieren könnt, und zwar die Viruskarten. So sieht's aus. Vor allen Dingen der ansteckende Ausrottungsvirus ist aktuell eine sehr, sehr gute Karte gegen Labyrinth. Wenn ihr Falle ansagt, hat euer Gegner tatsächlich ein Problem. Gegen ein Deck wie Sprite Runic sagt ihr Zauberkarte an, dann hat euer Gegner ebenfalls ein Problem. Also diese drei Karten sind natürlich wie gemacht für dieses Deck-Thema, denn ihr müsst dafür nur ein Monster auf eurer Spielfeldseite oder wenn Höhle der Finsternis liegt, auf der gegnerischen Spielfeldseite als Tribut anbieten. Und damit beenden wir auch das Deck-Profile. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls dem so war, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen unter dem Video. Und für all diejenigen, die Lair of Darkness in einer etwas pureren Variante spielen wollen, denen verlinke ich hier oben ein Video zu meinem alten Deck-Profile, wo ich Lair of Darkness mit jede Menge Fallenkarten zusammengeworfen habe. Auf jeden Fall mal auschecken. Und wir springen jetzt, wie versprochen, in die Preisübersicht rein. Ja, das Deck kostet euch um die 260 bis 270 Euro. Was natürlich hauptsächlich daran liegt, dass wir die Bestials spielen. Der abgeheuerliche Lubelion, 60, 70 Euro müsst ihr leider dafür ausgeben. 2 Stück spielen wir davon. Ihr könntet ihn auch auf 1 cutten. Dann spielen wir Magnamut. Magnamut, 17, 18, 19 Euro. Natürlich auch eine teure Karte davon. 3 Stück. Zack, seid ihr bei knapp 60 Euro inklusive Versand. Das wird dann schon tatsächlich ordentlich teuer. Druis Wurm selbst kostet auch um die 7 bis 10 Euro. Also wie ihr seht, sind die Bestials oder nehmen die Bestials den Großteil des Preises ein. Ihr könnt natürlich einige der teuren Bestials cutten und dafür den günstigen Baldrake spielen, der vor kurzem erst in Photon Hypernova erschienen ist. Ist auf jeden Fall auch möglich. Die Lair of Darkness Karten sind für ein paar wenige Euro auf jeden Fall zu haben. Außer vielleicht der dunkelste Diabolos. Die Karte kostet so ihre 2-3 Euro. Der Rest ist tatsächlich günstig. Generische Staples. Klar, Super Poly, eine teure Karte, genauso wie Infinite Impermanence. Und on top noch Nibiru mit ins Deck geworfen. Macht auf jeden Fall das Deck etwas teurer. Ihr könnt natürlich die generischen Staples auch durch andere Karten austauschen. Durch andere Handtraps, die ihr aktuell zu Hause rumliegen habt. Im Optimalfall sind es natürlich Going Second Boardbreaker. Ihr könnt natürlich auch so eine Karte wie Evenly Matched integrieren, die im Trap Trick Structure Deck ihren Reprint bekommt. Und damit kommen wir auch zum Extra Deck. Das Extra Deck kostet euch um die 45 Euro. Ja, was unter anderem daran liegt, dass wir natürlich Garura spielen. Die Karte ist mit knapp 20 Euro auf jeden Fall die teuerste Karte im Extra-Deck. Dann eine Karte wie der Schmierfink aus der Unterwelt kostet auch seine Euro. 7 bis 8 Euro muss man auf jeden Fall dafür ausgeben. Beides Karten, die ihr gut und gerne auch rauslassen könnt.
Tausch dir einfach gegen andere Super Polytargets zum Beispiel aus oder gegen ein anderes Link 2 Monster. Beides Karten, in die ich sehr gerne gehe, vor allen Dingen Garura, eines der stärksten Super Polytargets, was wir aktuell haben, und der Schmierfink aus der Unterwelt kommt auch immer wieder mal auf, aber beides Karten, die nicht unbedingt sein müssen. Könnt ihr gerne austauschen, dadurch wird das Deck um einiges günstiger. Dann spielen wir 2 Dark, der finstere Zauberer in Düster. Ja, die Karte kostet natürlich ihre 4 bis 5 Euro, davon 2 Stück machen auf jeden Fall schon Sinn und helfen definitiv dem Deck, um dann auch ein bisschen mehr Tempo aufzubauen. Und vor allen Dingen, um auch Monster aus dem gegnerischen Friedhof rauszufischen. Und damit beenden wir auch die Preisübersicht und gehen direkt rein ins Combo-Tutorial. Ich hoffe, dass euch das Video bis hierhin gefallen hat. Und jetzt machen wir das, worauf sich die meisten Leute immer freuen bei meinem Deck-Profile. Und zwar ein Combo-Tutorial. Combo, Testhand, mal schauen, was es wird. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Lasst uns direkt in das Combo-Tutorial reinspringen. Los geht's! Da Lair of Darkness keine wirklichen Kombos hat, ziehen wir jetzt einfach mal eine Testhand. Ihr seid natürlich mit Lair of Darkness sehr von eurer Starthand abhängig. Genau aus dem Grund spielen wir auch den Topf der Extravaganz auf 3 in unserem Main Deck. So, wir haben einmal gemischt, lassen unseren Gegner cutten und ziehen jetzt unsere Starthand. Und die sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut aussieht diese Starthand. So, wir starten natürlich mit dem Topf der Extravaganz, den wir aktivieren. Wir mischen einmal unser Extra-Deck durch und verbannen 6 Karten random. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um 2 Karten in unser Deck reinzuziehen. Wir ziehen, sehr, sehr gut, muss man einfach mal sagen. Denn wir können jetzt Folgendes tun. Ist das nice? Also, wir aktivieren den Effekt vom Arima, dem boshaften Aufseher, und searchen uns eine Höhle der Finsternis. Genau, das machen wir jetzt auch an der Stelle. Aktivieren die Höhle der Finsternis. Dann machen wir, lass mich kurz nachdenken. Komm doch, das ist geil. Effekt vom abgeheuerlichen Lobelion. Werfen ihn ab, um uns ein abgeheuerlich Monster zu suchen. Den Magnamut haben wir gerade schon auf der Starthand. Deswegen holen wir uns den Saronir. Doch, Saronir ist eine gute Idee, denn wir können jetzt einfach in unsere Bestial-Kombo gehen. Und zwar aktivieren wir Saronir, wählen den Arima, verbannen ihn, specialen Saronir. Jetzt beschwören wir Lobelion auf unsere Spielfeldseite, indem wir Saronir als Tribut anbieten. Saronir Effekt, wir schicken eine permanente einen markierten Zauberfalle in den Friedhof. Natürlich schicken wir den Wiedergewinn. Und jetzt aktivieren wir noch den Effekt von Lobelion auf dem Spielfeld und legen uns offen in die Spell Trap Zone eine permanente markierten Zauberfalle, und zwar markiertes Ungeheuer. Genau in der Reihenfolge solltet ihr das auch machen, denn das markierte Ungeheuer in der Endphase legt euch den markierten Wiedergewinn offen in eure Spell Trap Zone. So habt ihr beide Karten in eurer Spell Trap Zone liegen. Jetzt sind wir allerdings noch nicht fertig. Wir aktivieren Magnamut. Special ihn auf unser Spielfeld, indem wir den Saronir aus unserem Friedhof verbannen. Was schon mal ganz gut ist. Aktivieren seinen Effekt. In der Endphase suchen wir uns ein Drachenmonster. Jetzt haben wir noch die Möglichkeiten und die Option hier. Wir haben noch nicht normal beschworen, das heißt, wir beschwören Lilith als Normalbeschwörung auf unsere Spielfeldseite. Könnten jetzt, wenn wir wollen würden, ihren Effekt aktivieren, zum Beispiel den Magnamut als Tribut anbieten, um dann eine Fallenkarte zu setzen, was tatsächlich eine sehr gute Idee ist. Dann haben wir natürlich noch Super Poly und Dogmatica Bestrafung. Lass mich kurz nachdenken, was wir genau machen. Doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und zwar, doch, das ist sogar eine sehr gute Idee. Wir machen nämlich Folgendes. Aktivieren den Effekt von Lilith, bieten Magnamut als Tribut an, zeigen unserem Gegner 3 normale Fallen vor. Der Einfachheit halber nehmen wir jetzt einfach mal 3-mal die unendliche Unbeständigkeit. Unser Gegner wählt zufällig eine dieser 3 Karten aus. Ne? Zufällig wird eine dieser 3 Karten ausgewählt und gesetzt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal Negate für den gegnerischen Turn. Klar, könntet ihr auch Gefängnis des Eisdrachen oder eine andere Karte wählen. Ich habe mich an dieser Stelle für 3-mal unendliche Unbeständigkeit entschieden. So, wir mischen an dieser Stelle, denn die restlichen beiden Fallenkarten werden zurück ins Deck gemischt. So, und jetzt setzen wir noch die Super Poly. Klar, super gute Interruption, vor allen Dingen dadurch, dass Hülle der Finsternis liegt. Und jetzt callen wir in die Endphase. In der Endphase aktiviert sich die Hülle der Finsternis und wir beschwören uns eine Peinspielmarke auf unser Spielfeld. Dann aktiviert sich das markierte Ungeheuer und wir legen uns markierter Wiedergewinn offen in die Spell Trap Zone. Und dann löst natürlich auch noch Magnamut auf und wir suchen uns ein Drachenmonster aus unserem Main Deck.
Also entweder suchen wir uns natürlich eines der abgeheuerlichen Monster, wie zum Beispiel einen abgeheuerlichen Druiswurm, oder wo ist der andere Kollege? Natürlich können wir uns einen Lubelion für Follow-up suchen. Oder wo ist der Baldrachin? Da ist der Baldrachling. Oder den hier. Wir suchen uns aber an dieser Stelle natürlich den Darkest Diablos, denn den wollen wir so schnell wie möglich aufs Spielfeld rausgespecialt bekommen, unser Bossmonster. So. So sieht unsere Hand aus. Wir hätten natürlich auch Dogmatiker-Bestrafung setzen können, denn folgendes ist der Fall. Doch, komm, warte mal, das machen wir noch. Jetzt ist es zu spät, wir haben schon abgegeben. Jetzt können wir es nicht mehr machen. Also wir hätten zum Beispiel die Karte auch noch setzen können. Warum nicht? Denn wir können für Super Poly, ne, ich habe jetzt natürlich an Kosten gedacht für Super Polymerisation, können wir natürlich auch den Darkest Diablos abwerfen, denn sein Effekt aktiviert sich auch im Friedhof. Also wenn ihr ein finsternes Monster auf eurer Spielfeldseite als Tribut anbietet, specialt er sich entweder von der Hand oder vom Friedhof auf die jeweilige Spielfeldseite. Das heißt, die Karte hätten wir gar nicht für Kost in der Hand behalten müssen, hätten es natürlich... Also ihr müsst natürlich wissen, was ihr searcht. Klar, wenn ihr euch ein abgeheuerliches Monster searcht, macht das keinen Sinn, weil die abgeheuerlichen Monster wollt ihr unter anderem auch als Handtrap auf eurer Hand behalten. Bei einem Darkest Diablos braucht ihr den nicht unbedingt auf eurer Hand, um ihn aufs Spielfeld zu bekommen. Das heißt, ihr hättet euch Dogmatiker-Bestrafung ruhig setzen können. Müsst allerdings auch darauf achten, in welcher Reihenfolge ihr Super Poly und Dogmatiker-Bestrafung aktiviert. Wenn ihr zuerst die Bestrafung aktiviert, seid ihr aus dem Extra-Deck gelockt und ihr könnt mit Super Poly keine Interruption mehr machen. Also, deswegen, komm, wir lassen mal so, wie es war. Behalten die auf der Hand und haben aber trotzdem die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel durch Super Poly zu interrupten, Darkest Diablos abzuwerfen. Und dann ein Fusionsmonster auf unsere Spielfeldseite zu beschwören. Komm, zwei Finsternis-Monster, einfach mal den hungrigen Fusionsdrachen hier auf jeden Fall reinbeschworen. Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt können wir natürlich noch weiter spielen. Wenn unser Gegner etwas normal oder spezial beschwört, können wir den Effekt von Wiedergewinn aktivieren und dann einen Magnamut im Friedhof wählen, ihn auf unser Spielfeld specialen. Magnamuts Effekt aktiviert sich. Wir können in der Endphase wieder ein Drachenmonster suchen. Dann haben wir noch die Option, mit markiertes Ungeheuer ein Drachenmonster auf unserer Spielfeldseite als Tribut anzubieten, um eine gegnerische Karte zu poppen. Das können wir an der Stelle zum Beispiel auch mit dem Magnamut wieder machen. Bieten ihn als Tribut an und poppen eine Karte auf der gegnerischen Spielfeldseite. In dem Moment könnte der Diablos wieder zurück aufs Spielfeld kommen, weil wir ein finsternes Monster auf unserem Spielfeld als Tribut angeboten haben. Wir können durch, das machen wir jetzt einfach mal auch, zack, da ist der Darkest Diablos auf dem Spielfeld. Und dann haben wir noch Lilith Dame der Wehklage, die eine Interruption im gegnerischen Spielzug ist, denn wir können durch Höhle der Finsternis ein gegnerisches Monster als Tribut anbieten, dann wieder drei Fallenkarten vorzeigen und uns eine setzen. Und so hat der Gegner es tatsächlich sehr, sehr schwer hinterherzukommen. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, mein Deckprofil, die Preisübersicht und das Combo-Tutorial haben euch gefallen. Falls ihr noch andere Ideen habt, mit welchen Engines man Lair of Darkness zusammenwerfen kann, ballert das sehr gerne in die Kommentare. Ich habe in der Vergangenheit einiges probiert. Mit Branded, mit Dogmatica, pur natürlich und jetzt mit den Bestials, die natürlich wie geschaffen sind für das Lair of Darkness Deck. Und damit auch genug von mir. Lasst es auf jeden Fall krachen. Ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit und für all diejenigen, die bisher noch nicht abonniert haben, einfach mal den Abo-Button ballern und in Zukunft keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos verpassen. Und jetzt machen wir auch Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.